Schönen guten Abend. Ich bin leider nicht Bernhard Schmidt, sondern Paul Gleiser vom Sozialforum. Bernhard Schmidt hat uns heute früh mitgeteilt, dass ein Grippevirus ihn ans Bett bindet. Das scheint in Teilen Frankreichs zu grassieren. Und wir haben dann auf die Schnelle beschlossen, dass wir die Veranstaltung doch abhalten. Einige, die also Facebookianer sind, die wissen ja, dass das sozusagen heute anders organisiert werden muss. Neben mir ist Christiane Hansen von ATTAC und sie ist Französin und ich war selber jetzt über Weihnachten und Neujahr in Südfrankreich und konnte auch mit Leuten der Bewegung sprechen, sodass also auch die entsprechende Anschauung dessen, was hier sich in Frankreich zusammengebraut hat, vorhanden ist. Ich will jetzt ungefähr 20 Minuten eine Einführung machen zum Thema Gilets Jaunes und Frankreich, also warum diese aktuell wahrscheinlich stärkste soziale Bewegung entstanden ist. Und die Christiane wird das dann entsprechend weiterführen. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, das zu diskutieren und hier eine Meinungsbildung herbeizuführen. Irgendwie, glaube ich, geht das noch, oder nicht? Ja, okay. So, also der erste Punkt, der wichtig ist, ist, dass Frankreich ein Land ist von erheblicher sozialer Ungleichheit. Jetzt werdet ihr sagen, naja, das kennen wir ja auch von Deutschland oder Ähnliches, aber wenn man den sogenannten Gini-Index als Maßstab hernimmt, und das wird ja in der Wissenschaft im Regelfalle getan, Gini-Index bedeutet, wenn der Gini-Index 0 ist, dann haben alle gleich viel und wenn der Gini-Index 1 ist, dann hat einer alles. Und da ist es also so, dass die, und das wird euch nicht verwundern, gleichsten Gesellschaften Europas die skandinavischen Gesellschaften sind. Schweden und Norwegen haben einen Gini-Index von 0,23. Deutschland hat einen Gini-Index von 0,28, ist also schon deutlich ungleicher. Und Frankreich hat einen Gini-Index von 0,33. Was im Übrigen in der Tendenz den Mittelmeergesellschaften entspricht. Also bei Italien zum Beispiel ist es ganz ähnlich, wobei der Gini-Index natürlich nur den nationalen Durchschnitt berechnet und nicht die jeweiligen regionalen Abweichungen. Das nur dazu gesagt. Jedenfalls ist Frankreich ein Land mit vergleichbar großer sozialer Ungleichheit. Frankreich ist ein Land mit massiver Arbeitslosigkeit. Die offizielle Arbeitslosigkeit beträgt 9%. Die offizielle in Deutschland ist ja aktuell 3,3%. Frankreich hat eine Jugendarbeitslosigkeit von 20%. Also die ist viel, viel höher als in Deutschland. Und Frankreich hat eine Verschuldung, die etwa 100% beträgt. Ihr oder Sie wissen wahrscheinlich, dass nach den EU-Kriterien die Verschuldung ja 60% des Bruttoinlandsproduktes nicht übersteigen soll. Das größte Problem ist, dass alle europäischen Länder gewisse Deindustrialisierungsprozesse durchgemacht haben, insbesondere in den letzten, sagen wir, 20 Jahren. Dass aber der Deindustrialisierungsprozess in Frankreich viel stärker gewesen ist als in vielen anderen Ländern. Wir denken ja immer, wenn von Deindustrialisierung die Rede ist, zum Beispiel an Italien, nämlich an die Tatsache, dass in Italien Teile des Landes massiv deindustrialisiert wurden. Aber der Anteil der Industrie in Italien ist mit 21% deutlich größer als Frankreich mit 17%. Also Frankreich hat einen guten Teil beispielsweise seiner Kohle- und Stahlindustrie, Lothringen oder auch der Norden des Landes, oder hat seine gesamte Textilindustrie verloren. Und insofern ist es also so, dass wir in Frankreich eine Zerstörung der klassischen Arbeiterbewegung haben, die im historischen Zusammenhang betrachtet sehr, sehr stark gewesen ist. Ich
will jetzt nicht auf die einzelnen Ausprägungen dieser Arbeiterbewegung eingehen. Es gibt ja bekanntlich von Eribaud das Buch Rückkehr nach Reims, was ein großer Erfolg geworden ist. Dort kann man sehr vieles nachlesen über die kommunistische Partei und deren eigenartiger Politik und so weiter. Wichtig ist, Frankreich war aufgrund seiner industriellen Potenz ein Land einer starken Arbeiterbewegung, und das hat ja dann dazu geführt, dass beispielsweise Mitterrand 1981 mit dem Programm Commun, dem gemeinsamen Programm von Kommunisten und Sozialisten, an die Regierung gekommen ist und das Land doch in erheblichem Maße vorangebracht hat. Auch hier will ich nicht drauf eingehen. Die Tatsache, dass Frankreich einen Gutteil seiner Industrie verloren hat, bedeutet, dass wir eine starke Tendenz zur Prekarisierung in diesem Lande haben. Deutlich stärker gibt es auch bei uns, würdet ihr antworten, insbesondere in bestimmten Regionen wie etwa der früheren DDR oder im Ruhrgebiet und so. Aber das ist unvergleichlich mit dem, was in Frankreich abläuft. In Frankreich haben wir eine Prekarisierung von erheblichen Teilen der Bevölkerung, insbesondere ein Gutteil der Banlieue in Paris, in der Ile-de-France, also im Großraum Paris, oder auch im Süden. Und das wiederum hat bedeutet, dass es in Frankreich sehr, sehr viele prekär Beschäftigte gibt, die beispielsweise im handwerklichen Bereich tätig sind, die also Reparaturarbeiten oder Arbeiten im Bereich von Bau und so weiter oder auch im Gartenbau und so fort machen, oder dass sie in Dienstleistungen tätig sind, Beispiel irgendwelches Zeug mit Computern und so fort. Also der Anteil der Menschen, die entsprechend prekarisiert sind in Frankreich, beträgt mindestens, also da sind natürlich die Statistiken schwierig, aber mindestens 20%. Und von daher ist es also kein Zufall, dass die Bewegung der Gilets jaunes im starken Maße nicht in Paris begonnen hat. Paris ist ja sozusagen der fette Arsch der Hauptstadt, sondern in der Provinz und in den Vorstädten und so weiter. Also dass wir hier es mit einer Bewegung tatsächlich von Prekarisierten in ganz starkem Maße zu tun haben. Das, was wir zum Beispiel auch in Bayern haben oder in anderen Teilen Deutschlands, nämlich dieses riesige Gefälle zwischen Stadt und Land, das gibt es natürlich in Frankreich auch, und zwar noch stärker als hier. Es gibt ja bestimmte Gebiete, die total abgehängt sind, beispielsweise im neuen Roman von Ulbeck, der ja auch auf Deutsch übersetzt ist, ist so ein Gebiet, die Stadt Niort und deren Umland, was sozusagen als komplett abgehängt gilt. Das ist so eine Art Deckendorf Frankreichs, nur dass es dort natürlich erheblich weniger Transferleistungen des Staates gibt. Dieses Abgehängtsein des Landes und der Dörfer führt und natürlich gleichzeitig die Konzentration in den Großstädten führt zu einer sehr massiven zu einem sehr massiven Anstieg der Mieten. Das kennen wir ja auch. Also München ist hier natürlich Spitzenreiter, also auch in Frankreich. Paris hat ja in vielen Bereichen ein ähnliches Mietniveau wie München oder manchmal noch ein schlimmeres. Also ein riesiges Gefälle, was wiederum bedeutet, dass die prekarisierten Menschen sich die Städte nicht leisten können und also aufs Land rausziehen oder jedenfalls nach außen ziehen. Wenn sie nach außen ziehen, dann sind die Verkehrsverhältnisse noch schlechter in vielen Fällen als in Deutschland, was wiederum bedeutet, dass sie sozusagen nur zur Arbeit kommen können, wenn sie ein Auto haben und mit diesem Auto entsprechend dann in die Städte reinfahren. Insofern ist es keine besondere Sache, dass die Auseinandersetzung um die Gilets jaunes begonnen hat als Auseinandersetzung einerseits um den Benzin- bzw. den Dieselpreis und andererseits im Hinblick auf die Autobahngebühren, die in Frankreich entsprechend abkassiert werden. Die Politik von Macron, dem liberalen Präsidenten, bestand ja darin zu sagen, wir machen jetzt auf Ökologie
Und auf Ökologie bedeutet, dass der Preis für Diesel beispielsweise um 6,5 Cent angehoben worden ist, nachdem er bereits vor einem Jahr auch schon um 7,5% angehoben worden ist. Also diese Auseinandersetzung um die Frage der Besteuerung hat sich an dieser Geschichte entzündet. Jetzt kann man ja sagen, ja, das ist ja typisch kleinbürgerlich oder ihr Leute, die sozusagen die Ökologie nicht dachten, das ist natürlich ein ziemlicher Quatsch. Das zeigt ja nur, dass die kapitalistische Form, die Ökologie behandeln zu wollen, eben sich sehr polarisierend auf die sozialen Beziehungen auswirkt. Also klar, diejenigen mit ihren SUVs, die ein Jahreseinkommen von 100.000 und mehr haben, die können sich eine entsprechende teure Dieselkraftstoff durchaus leisten. Aber die Menschen, die mit 1.000 bis maximal 2.000 Euro im Monat zurechtkommen müssen und womöglich sogar noch zwei Kinder ernähren, diese Menschen haben eben sozusagen riesige Probleme, über die Runden zu kommen, insbesondere am Monatsende. Und von daher hat sich die Bewegung zunächst mal entzündet an dieser Geschichte, aber sie hat dann sehr, sehr schnell eine ganze Reihe von sozialen Forderungen aufgestellt und sozusagen in die Auseinandersetzung einbezogen, die in starkem Maße das Thema Reich gegen Arm zum Thema haben. Für die, die es interessiert, die wesentlichen programmatischen Forderungen, da hinten liegt eine Sotz, da sind die abgedruckt, die kann ich hier jetzt in der Kürze der Zeit nicht referieren. Ich will nur auf ein paar Dinge eingehen. Also erstens mal war natürlich eine zentrale Forderung, angesichts dessen, dass der Staat ja gesagt hat, ja, wir brauchen ja das Geld, ne, wir sind ja verschuldet, wir müssen dafür sorgen, dass die Neuverschuldung unter 3% bleibt und so weiter. Deswegen unter anderem muss ja die Ökosteuer eingeführt werden, außerdem ihr macht zu viel Dreck. Da hat es also bedeutet, dass sie gesagt haben, ja, aber es gibt doch haufenweise Konzerne, die gar keine Steuern oder fast keine Steuern zahlen und die viel mehr haben, da kann man das doch holen. Und in dem Zusammenhang war es ja so, dass der größte französische Mineralölkonzern, nämlich Total, von den Steuern befreit worden ist, damit er irgendwelche Investitionen, ich glaube in Afrika oder wo, entsprechend finanzieren kann. Das heißt, diese vom Staat protegierten Großkonzerne zahlen in Frankreich, ähnlich wie hier, ist nicht ganz so schlimm wie in Luxemburg, aber ähnlich wie hier, eben nur die Steuern, die man vielleicht eintreiben kann, jedenfalls deutlich weniger, als was der normale Satz wäre. Also sagen wir mal, statt 30% sind es dann vielleicht 10 oder wenn es hochkommt 15%. Und einige, die in gewisser Weise mit der Staatsmacht relativ eng verbunden sind, die werden da noch ganz von den Steuern ausgenommen. Das war also ein massiver Punkt der Auseinandersetzung, die ganze Frage der Steuergesetzgebung, die ganze Frage der Besteuerung. Der zweite Punkt der Auseinandersetzung war ganz stark die Frage des Minimallohns. In Frankreich gibt es seit langem, das ist eingeführt worden von der Volksfront in den 30er Jahren, einen Minimallohn, einen Mindestlohn. Immerhin gibt es ja bei uns den inzwischen auch, aber es hat ja einiges bedurft, um dahin zu kommen. Dieser SMIC, wie er in Frankreich genannt wird, der ist heftig umkämpft und tatsächlich ist es so, dass wenn man die Inflation abzieht, der SMIC in den letzten 10 Jahren infolge der Krise 2008, 2009 und so weiter realiter gefallen ist. Und die Forderung, um die es natürlich geht, ist die Anhebung dieses SMIC auf mindestens 1300 Euro netto. Gleichzeitig betrifft es natürlich die Rentenbezieher und so weiter. Das heißt also die Forderungen, und das hat eine französische Tradition auch, die hier erhoben werden, sind Forderungen, die eben die sozialen Minimas betreffen, die es in der Gesellschaft sozusagen tendenziell gibt, die aber im Grunde abgesenkt worden sind unter dem Vorzeichen des Neoliberalismus und die eben angehoben werden sollen. Macron angesichts einer nach 100.000 zählenden Massenbewegung hat ja gesagt, ja, darüber muss man reden, da muss man drauf eingehen und so weiter. Das ist also
sozusagen eine Sache, die in der Debatte ist. Aber klar ist, ohne diesen Druck, ohne diese Auseinandersetzung wäre da überhaupt nichts passiert. Was jetzt passieren wird, hängt selbstverständlich vom Fortgang der Bewegung und den Auseinandersetzungen in Frankreich ab. Christian wird sicherlich dazu auch da noch was sagen. Interessant ist ja immer wieder, dass man die Frage, was passiert unten, vergleichen muss mit dem, was passiert oben. Ich habe gerade die Konzerne genannt, aber wichtig ist ja auch, in Frankreich gibt es genauso viele Milliardäre wie bei uns oder fast genauso viele. Und Macron hat sich sozusagen als deren Präsident erwiesen dadurch, dass er die sogenannte Vermögenssteuer abgeschafft hat. Also einerseits war die Auseinandersetzung ganz stark um dieses Thema Auto und die Bedingungen fürs Auto konzentriert. Zweitens um das Thema soziale Minima. Aber der dritte Punkt war, wir brauchen ja das Geld, wir müssen die Schulden zurückfahren und so weiter im Sinne der europäischen Vorgaben. Dann sagen die, ja gut, du hast aber doch 4 Milliarden den Reichen in den Rachen geschmissen. Also ich meine, wenn man Geld braucht, dann macht man nicht so eine Politik der Förderung der Reichen. Macron hat dann gesagt, ja, wir müssen ja dafür sorgen, dass investiert wird. Also ich habe sozusagen diese Steuer abgeschafft, damit die armen Unternehmer da Geld haben, damit sie investieren können. Aber selbstverständlich, darüber kann man ja reden, aber dann müsste sozusagen ja belohnt werden, wenn konkrete Investitionen gemacht werden, dass diese Leute im Regelfall das nicht investieren, sondern entsprechend damit spekulieren. Das heißt, dass sie in entsprechende Finanzgeschäfte einbringen oder ähnliches. Das kennen wir nicht nur von Herrn Merz. Was dann sich mit der Entwicklung der Bewegung auch ausgebreitet hat, und hier hat die Bewegung tatsächlich auch eine französische Tradition, ist das Entstehen von sogenannten Beschwerdebüchern. Damit, also da, das war ja am Anfang der Französischen Revolution von 1789 auch der Fall, dass also da von Bauern, von anderen Betroffenen Beschwerdebücher für den König sozusagen verfasst worden sind, damit der Herr mal weiß, wie es im Lande ausschaut. Und das ist jetzt ja auch genauso passiert. Es wurden also, es gibt eine Bewegung, wenn man so will, wo diese Beschwerdebücher verfasst und erarbeitet werden, worin im Grunde steht, was in Frankreich alles im Argen liegt. Naja, und ihr könnt euch denken, dass also da nicht nur die 3 oder 4 Punkte, die ich jetzt genannt habe, drinstehen, sondern beispielsweise die ganze verheerende Verkehrssituation, die ganze verheerende Situation an den Schulen, die ganze verheerende Situation an den Kindergärten, obwohl Frankreich ja noch ein relativ flächendeckendes System der Kinderbetreuung hat, aber eben angesichts von Geldmangel und neoliberalen Kürzungssorgen ist das auch ziemlich in der Bredouille. Und also man hat eine ganze Reihe von Dingen gefunden, die darauf zurückzuführen sind, dass der französische Staat im Zeitalter des Neoliberalismus, das heißt in den letzten 30 Jahren, die Infrastruktur hat massiv verkommen lassen. Und letzten Endes betrifft dieser ganze Protest genau dieses gesamte Spektrum. Darum hat er ja auch so eine Wirkung und so eine Breite. Und letzten Punkt, den ich hier nennen möchte, ist natürlich das Vorgehen der Polizei. Ich habe da hinten, Blondu ist ja der wahrscheinlich bekannteste aktuelle Zeichner und Karikaturist, der regelmäßig in Le Monde, der wichtigsten französischen Zeitung, veröffentlicht. Dahin ist das. Und da habt einige haben das ja auch. Und da seht ihr drauf, wie die Polizei agiert. Das heißt also, die Art des Vorgehens der Regierung war nicht im Wesentlichen ein Dialog mit der Bürgergesellschaft zu führen, ein Dialog mit den Bürgermeistern zu führen, obwohl sie das auch versucht haben, aber bislang ist nicht allzu viel herausgekommen, sondern das war eben die Repression. Es hat eine ungeheure Repression gegeben. Wir kennen ja die Sache mit G8 oder G20 in Hamburg und die Repression. Das ist unvergleichlich, was da in Paris abgelaufen ist. Die Polizei hat mit neuesten Techniken, also da gibt es irgendwelche Kautschukbälle, die auf die Demonstranten geschossen werden und so weiter, die zu erheblichen Verletzungen führen und so fort, hat also getobt gegen friedliche Demonstranten. Das Verprügeln ist
ist in Frankreich ja fast schon Ehrensache, und also von der Polizei verprügelt zu werden. Und es gibt 1700 Gefangennahmen von Menschen. Es gibt wegen Nichtigkeiten Gefängnisstrafen zwischen 3 und 6 Monaten und so weiter. Also eine massive Repressionswelle, womit die Regierung wohl geglaubt hat, dass sie die Bewegung entsprechend brechen könne. Aber meistens ist es ja so, dass solche repressiven Bewegungen genau das Gegenteil bewirken, als das, was sie sozusagen bewirken sollen. Wiewohl eine riesige Kampagne auch in der Presse gemacht worden ist, selbst in der deutschen Presse hat man ja das Bild von Marianne, wo die Backe rausgeschossen oder geschlagen war, gesehen und so weiter, und sozusagen die Bewegung als Vandalen dargestellt hat, hat nicht viel genützt, weil eben heute im Zeitalter moderner Medien man sehr, sehr schnell die wirkliche Realität mit entsprechenden Belegen und Fotos und so weiter verbreiten kann. Und also diese Strategie ist bislang sozusagen ohne wirklichen Erfolg geblieben. Und sicherlich hat eine gewisse Spaltung der Bewegung oder von Teilen der Bewegung stattgefunden durch die Politik von Macron, die wichtige Gesetze zurückzunehmen, Dialog, also sozialen Dialog oder Gesellschaftsdialog anzubieten oder eben also darüber diskutieren zu wollen, wie ein ökologisches Programm oder ein Ausbauprogramm in bestimmten sozialen Bereichen aussehen könnte, die sozialen Minimas anzuheben. Also auf einmal waren 10 Milliarden wieder da, ne, die man vorher angeblich überhaupt nicht hatte und die eingespart werden mussten. Aber klar ist eben, dass diese Bewegung das in ihrer großen Mehrheit zur Kenntnis genommen hat, aber bislang nicht glaubt und sagt, wenn wir nicht weitermachen, wenn wir nicht weiter hier kämpfen und entsprechende Aktionen durchführen, dann werden die Reichen uns und die Regierung uns auf der Nase herumtanzen. Ein Problem bei dieser Geschichte war, dass es sich bei dieser Bewegung ganz stark um Unorganisierte gehandelt hat. Einerseits hatte ich ja gesagt, dass die Arbeiterbewegung in einer sehr tiefen Krise ist in Frankreich. Die Sozialistische Partei ist ja in alle Himmelsrichtungen zerspalten. Und die Kommunistische Partei ist auch nur noch ein Schatten von früher. Es gibt die Gewerkschaften, insbesondere die CGT, die eine gewisse Rolle spielt. Teile der CGT haben sich dann tatsächlich auch mit der Bewegung solidarisiert, insbesondere die Metallo, also die metallverarbeitenden CGT-Leute und so weiter. Es gibt jetzt einen gewissen Annäherungsprozess einerseits an Teile der CGT und andererseits an die unabhängigen Gewerkschaften, vor allem an Süd. Aber generell ist es tatsächlich so gewesen, dass die Gewerkschaften keine sonderliche Rolle gespielt haben. Aber man muss hier sagen, dass die Bewegung der Gilets Jaunes Formen des Kampfes und Formen übernommen hat, die wir eigentlich in Europa und auch in Deutschland von sozialen Bewegungen kennen. Also tatsächlich sind die Gilets Jaunes, wenn man so will, eine soziale Bewegung. Und natürlich gibt es dann immer wieder Kritik, dass da irgendwelche Rechten bis Rechtsradikalen drin seien oder irgendwelche Führungsgestalten und so fort. Wenn man sich die Bewegung anguckt, dann wird man sehen, dass es überwiegend eine soziale Bewegung ist, auch von den Forderungen her. Und mir ist bislang nicht bekannt, dass außer in demagogischer Absicht Rechte bis Rechtsradikale sich für soziale Themen und für die Ärmeren eingesetzt hätten. Das gilt im Übrigen auch für Frankreich. Und der zweite Punkt ist eben, dass sich die Bewegung deutlich strukturiert und teilweise auch radikalisiert hat und dass hier diese Bewegung auch an gewissen politischen Klarheit gewonnen hat. Natürlich weiß man nie, jede soziale Bewegung hat alle möglichen politischen Richtungen, das kennen wir ja aus der Friedensbewegung oder kennen wir aus der Bewegung gegen AKWs und so weiter. Also wenn wir uns einige werden, das ja tun, an Wackersdorf erinnern, dann wissen wir ja, dass die Wackersdorf-Bewegung auch nicht aus lupenreinen Revolutionären und Revolutionärinnen bestand.
sondern dass in dieser Bewegung natürlich auch CSUler und vielleicht auch noch drei MPDler drin gewesen sind. Aber man sollte die Bewegung da nicht sozusagen dadurch anprangern und denunzieren, dass man sagt, aber da waren ja auch noch drei MPDler dabei. Also das halte ich ja für eine ziemlich verrückte Vorgehensweise. Leider ist es in einigen linken Medien auch so gewesen, dass man hier eine gewisse Denunziation dieser Bewegung gebracht hat. Das heißt nicht, dass es da nicht auch Verrückte drin gibt, das ist immer so, aber die Grundausrichtung dieser Bewegung ist eindeutig eine soziale Bewegung, die allerdings eben reflektiert die Situation, dass die französische Gesellschaft noch stärker als die deutsche Gesellschaft von den Strukturen her nicht auf die klassischen Parteien und Gewerkschaften und so weiter rekurrieren kann, sondern dass sie Formen einer gewissen Anomie ausgeprägt hat und das in diesem Sinne auch eine Gegenreaktion ist. So, jetzt darf dann die... Danke fürs Dürfen. Dürfen, sollen, danke, müssen. Danke fürs Dürfen. Müssen. Nein, das meine sehr ich jetzt nicht. Sehr patriarchalisch. Ja, nein, okay. Die Christian wird jetzt mein weitermachen. Mein Ansatz wird ein bisschen ein anderer sein. Ich werde zuerst einmal sagen, woher ich mein Wissen habe oder über die Gilets Jaunes. Also Mikro, ja, vielleicht, ja. Okay. Ich bin seit dem 17. November an meinem Apparat, das heißt an meinem Laptop, und gucke und höre und schaue, was da passiert. Das heißt, es gibt sehr viele unabhängige Medien, die berichten, und da versuche ich sehr viel mitzukriegen. Das heißt, ich bin auf keinem Kreisel gewesen, ich bin auch nicht in Frankreich gewesen in letzter Zeit, aber ich habe alles mein Wissen eben aus der Zeitung und aus eben diesen Medien. Es ist schon viel gesagt worden. Ich bin nicht ganz immer einverstanden mit dem, was gesagt worden ist, aber naja. Wir können ja die Sache ein bisschen so nehmen, dass da standen ja auf dem Einladungszettel standen ja ein paar Fragen. Und vielleicht kann ich die einfach ein bisschen aufrollen und dann könnt ihr nachher die fragen, was da fehlt. Wer sind denn diese Menschen? Das war das Erste, was gefragt worden ist. Also vom Soziologischen ist es ja schon erklärt worden. Das sind alle. Das sind einfach Menschen, die die Nase voll haben. Die sagen, es reicht uns jetzt. Seit 30 Jahren, seit 40 Jahren, all diese Präsidenten, die wir vorher hatten, die haben immer dieselbe Politik gemacht. Ja? Und irgendwann ist dann einfach der Tropfen zu viel gewesen. Und Macron ist ein sehr interessantes Phänomen. Weil dieser Mann ist einfach die Verkörperung des Neoliberalen. Und das Schlimme daran ist, er glaubt an seine Mission. Das ist einfach ganz schlimm. Ich habe gerade, bevor ich gekommen bin, habe ich mir noch mal ein Interview angehört von einem Journalisten, der ein Buch über ihn geschrieben hat. Und es war sehr interessant. Macron glaubt, dass er einfach da ist, um Frankreich zu retten, im Sinne der Neoliberalen. Und das ist eigentlich das Schlimmste, weil diese Menschen sind ideologisch festgefahren. Und deswegen ist er auch sehr stur. Also das ist das Erste. Die Leute also haben die Nase voll. Sie treffen sich auf diesen Kreiseln, sie treffen sich auf den Straßen, sie treffen sich auf den Plätzen. Und am Samstag, wenn Sie die Möglichkeit haben, gehen Sie nach Paris, das Zentrum der Macht. Da passiert eine ganze Menge. Also über die Polizei und so ist schon geredet worden, aber da kann man nachher nochmal ein bisschen was drüber sagen. Aber was ist denn wesentlich bei diesen Leuten? Sie bis jetzt, in Frankreich ist so, also diese Geschichte mit der Urbanisation. Das heißt, es hat in den letzten 30 Jahren eine Urbanisation stattgefunden, die ganz besonders ist. Viele Leute, diese Mittelschicht, die es einigermaßen geschafft hat, die ist dann aus den Städten raus und hat sich ein kleines Häuschen gekauft, diese sogenannten Pavillon. Und das ist eben diese Urbanisation, die einfach sehr, sehr breitflächig ist. Und was schon gesagt worden ist, es sind immer mehr die ganze Daseinsvorsorge, die Züge, die Schulen, die Krankenhäuser. Die Frauen müssen jetzt zum Teil 30, 40 Kilometer fahren, wenn sie entbinden wollen. All diese Daseinsvorsorgeelemente, die sind gestrichen worden. Und das ist einfach
Das sind Dinge, die hält man eine gewisse Zeit durch und dann irgendwann mal hält man sie nicht mehr durch. Und genau das ist es. Die wollen die Daseinsvorsorge wieder, die wollen die Institutionen wieder, die wollen die Schulen wieder, die wollen die Bahnlinien wieder, sie wollen eben auch zum Beispiel, wenn sie irgendein Papier brauchen, ein offizielles Papier, dann müssen sie in die nächste Stadt gehen. Und wie können sie das machen? Sie können es nur mit dem Auto machen. Sie können es nicht anders machen. Es gibt gar keine Möglichkeit, weil es gibt keine Verbindungen. Also ist diese Benzingeschichte, dieser Preis, die Wut zu sagen, jetzt auch noch, das auch noch. Wir haben schon jetzt nichts mehr und jetzt das auch noch. Gut, was machen Sie denn auf diesen Kreisel? Was machen Sie denn da? Sie diskutieren, Sie reden miteinander. Sie merken, aha, mein Nachbar ist auch da. Den kenne ich ja gar nicht. Ich kenne ihn so von Weitem, aber ich habe noch nie mit ihm geredet. Und jetzt reden Sie miteinander. Sie erfahren, dass die Nachbarn auch so sind wie Sie, dass sie auch nicht so viel Geld haben und dass sie auch arm sind. Also es gibt in sehr vielen Interviews, sagen vor allem die Frauen, die Männer sagen es nicht so sehr, aber die Frauen sagen es, ich merke jetzt, dass ich nicht alleine bin. Es gibt viele, die genauso sind wie ich. Also sie reden miteinander und diese Solidarität, die ist absolut wichtig. Es gibt viele Texte, hier gibt es zum Beispiel in einem Buch, das ich mir da besorgt habe, Gilets jaunes, das sind so ein paar Texte zusammengefasst und unter anderem eines aus Saint-Nazaire, das ist eine Stadt am Atlantik. Und da haben die Leute gesagt, wir wollen nicht diese unmenschliche Gesellschaft, wir wollen miteinander reden, wir wollen menschlich miteinander wieder reden, wir wollen das andere nicht. Also das sind die Dinge, die fundamental die sie bewegt. Und in diesem Zuge finde ich sehr interessant, dass zu Beginn beginnt es mit einer Benzinsteuer. Aber sehr schnell geht es auf ganz Fundamentales. Und die Leute, zum Beispiel diese Gruppe, es gibt viele Gruppen, also mehrere Gruppen, die ich so verfolgt habe im Laufe der letzten Monate oder Wochen zumindest. Und zwar die eine in Commercy, das ist an der Maas, die sind unwahrscheinlich, diese Leute. Die sind wirklich für mich, ist es die Speerspitze. Und zwar, die haben kapiert, worum es geht. Die haben sich organisiert, die haben ein Haus des Volkes organisiert, die treffen sich, die teilen Suppen aus, die teilen Kleider aus, die reden miteinander und sie fantasieren eine total neue Gesellschaft. Sie fantasieren sie nicht nur. Es gibt nämlich viele Beispiele. Zum Beispiel dieses Lokale wieder herzustellen. All diese Dinge, die im Chiapas gemacht werden, zum Beispiel die in Rojava gemacht werden, das sind Dinge, die wissen die kennen sie und sie möchten ganz gerne diese kleinen Einheiten wieder haben. Sie möchten selber entscheiden. Sie wollen auf gar keinen Fall Vertreter oder Vertreterinnen. Das ist ein ganz wesentliches Thema. Das heißt, sie sagen, wir wollen jemand beauftragen, diese Person hat zurückzukommen zu uns. Und ich habe einige Interviews gesehen, wo die wirklich sagen, du hast zu sagen, was wir jetzt beschlossen haben. Du darfst kein Wort mehr sagen, weil das geht nicht. Und du kommst wieder zurück und sagst uns, wie es gelaufen ist oder was dann die Entscheidung ist. Und wir treffen die Entscheidung alle zusammen. Also das sind so Versuche, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber das sind so die ersten Versuche, einfach zu sagen, ja, wir sind das Volk, wir wollen die Macht wieder haben, wir sind eigentlich diejenigen, die entscheiden und nicht die da oben. Und jetzt komme ich die da oben. Macron hat sich in seiner Bühle, kann man sagen, also Bühle ist so eine Blase. Blase, genau, danke, hat er sich einfach eingekerkert mit den Leuten, die genauso denken wie er. Und das ist interessant, ich habe einige Interviews gesehen auf den sogenannten Fernsehplateaus. Es ist unwahrscheinlich, die Journalisten, die verstehen die Leute gar nicht, die akzeptieren zu kommen und die gar keine Vertreter sind übrigens. Aber sie verstehen sie gar nicht. Da werden Fragen gestellt, da fragt man sich wirklich, woher diese Journalisten, die möglicherweise 20.000, 30.000 Euro im Monat verdienen, wie die Verbindung zu den Menschen total verloren haben. Die wissen überhaupt nicht, wenn man sie fragt, zum Beispiel, was einige
Sachen aus dem normalen Leben kosten, die haben keine Ahnung, überhaupt gar keine Ahnung. Und die Fragen, die sie stellen, sind auch so total aus dem Kontext. Und diese Gilets jaunes, die dann akzeptieren, zu Antwort reden und Antwort zu geben, die kommen da gar nicht so richtig mit. Also zwischen den Medien und den Gilets jaunes ist ein ganz großes Problem. Und das Problem hängt auch damit zusammen, dass diese Gilets jaunes sehr ganz unterschiedlich sind. Wenn man in diese Gruppe geht, denken die so. Wenn man in die andere Gruppe geht, denken sie wieder anders und sie reagieren auch total anders. Es gibt keine Einheit da drin. Und die Presse, die mag das überhaupt gar nicht. Die Presse, weil wenn sie eine Gruppe fragt, ist immer, mit wem kann ich reden? Wer ist der Anführer oder wer ist die Anführerin? Wenn die keine Anführer finden, dann haben sie ein Problem. Also das ist etwas zu Diffuses, etwas zu Konfuses und die Presse hat ein ganz großes Problem gehabt. Zu Beginn haben sie gedacht, das wird nichts. Und danach haben sie gemerkt, das wird doch was und dann haben sie verteufelt. Und es ist interessant zu sehen, wie in den verschiedenen französischen Zeitungen, wie die Titelblätter sind. Die Titelblätter, das ist nur die Krawallen, die Szenen, die Krawallszenen in Paris, das ist es nicht. Das war es und ist es nicht. Aber das sind die Dinge, die aufgegriffen werden. Also das ist ganz, ganz typisch. Und jetzt zu den Gewerkschaften. Ja, die Gewerkschaften zu Beginn. Gewerkschaften sind ja Organisationen, die ganz genau wissen, wie alles funktioniert. Die sind organisiert, die machen Sachen. Das heißt, sie sagen, okay, wir machen jetzt das und das und sie machen es dann und dann und sind ihre Leute folgen dann. Hier ist es genauso. Die wussten gar nicht, was sie da machen sollten. Außerdem, die meisten Leute, die meisten Gilets jaunes, die sind noch nie bei einer Gewerkschaft gewesen. Also die Gewerkschaften haben auch nicht so richtig gewusst, sollen wir sie verteidigen, sollen wir da mitmachen, sollen wir es nicht. Also es ist ein sehr konfuses Verhalten gewesen zu Beginn. Jetzt so langsam, also seit so 3 Wochen, 4 Wochen, ist die CGT dabei, Teile, nicht alle. Und Süd, das ist auch eine etwas progressive Gewerkschaft, die sind auch dabei. Und das, es ist natürlich auch so, die Gewerkschaften sind auch so organisiert, dass sie die Zentralen können nichts machen, wenn die Gruppen unten nicht Ja gesagt haben. Also es ist immer wieder ein Runterkommen an Fragen, seid ihr einverstanden, dass wir damit denen was machen? Aber jetzt so langsam scheint es doch zu klappen, weil am 5. Februar soll es ja einen Streik geben. Und den hat die CGT ausgerufen und die Gilets jaunes auch. Also mal sehen, was daraus wird. Das wird eine interessante Geschichte werden. Und das kann unter Umständen schon, das kann zünden. Weil wenn es einen Generalstreik gibt oder einen Streik, der immer wieder von Neuem gemacht wird, das kann sehr wehtun. Das kann wirklich sehr wehtun. Was ich auch noch sagen wollte, das mit der Politik, mit den Parteien. Die Linke in Frankreich ist, naja, wie überall die Linke, die sind einfach sowas von zerstritten. Es ist unwahrscheinlich. Es ist wirklich unwahrscheinlich. Und zu Beginn, das Interessante ist, die haben die ganze Bewegung von oben beobachtet. So sehr herablassend und sehr auf der Seite und absolut nicht dabei. Und sie haben absolut nicht verstanden, welches Potenzial da drin wäre. Die PS ist am Boden. Absolut total am Boden. Sozialistische Partei. Die Sozialistische Partei. Die hätten da was draus machen können. Haben sie aber überhaupt gar nicht. Aber wer denn? Wer soll es denn? Also gut, sie sind total zerstritten. Es gibt keine richtigen Ansprechpartner. Es gibt Gruppierungen, es gibt und so weiter viele. Das wird auch ein ganz großes Problem werden für die Linke, für die Wahlen. Für die Europawahlen. Also das wird wirklich schwierig werden. Ja, jetzt gehe ich noch mal ein bisschen zu diesem Zettel, den wir da hatten, weil da hatte ich mir auch noch einiges aufgeschrieben. Ja, es ist ja auch so, dass die Polizei, da gibt es mittlerweile eine ganze Menge erschütternder Berichte, wie die Polizei da vorgegangen ist, also die ganze Macht und die Leute, das sind 100 Leute, die schwerst verwunden worden sind. Die haben zum Teil Augen, Hände verloren, wirklich.
es ist ganz gewaltig, aber so langsam kommt jetzt eine Welle der Infragestellen dieser Macht der Polizei. Also so langsam fängt es jetzt an. Das ist aber ganz neu. Ich wollte nur noch einmal ein bisschen auf Macron zurückkommen und auch sagen, dass Macron eigentlich von nicht einmal 25% der Franzosen gewählt worden ist. Und das ist das Erste. Und das Zweite ist, er ist nicht für sich gewählt worden. Er ist gewählt worden gegen Marine Le Pen. Und das hat der Herr vergessen. Der hat es einfach vergessen. Oder er hat sich einfach eingebildet, dass er es trotzdem ist. In Frankreich kann man mit 10% gewählt werden und dann nachher machen, was man will, 5 Jahre lang. So ist es. Wir haben ein System. Frankreich ist keine Demokratie. Das muss man sich. Das ist keine Demokratie im Sinne, wie wir sie verstehen. Ja? Es ist ein System, das für die Oligarchie gemacht ist, für die Leute, die die Macht haben und für die Parteien, die sie behalten wollen. Jetzt noch etwas. Man kann das als Wahlmonarchie bezeichnen. Ja, genau. Noch etwas. Eine ganz wichtige Rolle spielen immer noch bei den Gilets jaunes die Frauen. Das ist etwas ganz Besonderes hier, weil ein Soziologe hat vor kurzem gesagt, wenn die Frauen auf die Barrikaden gehen, in dem Sinne Plätze und so, dann heißt es, dass die Bewegung sehr stark in der Bevölkerung verankert ist. Hier sind die Frauen da. Und das sind diese Leute, diese Frauen, die man nie sieht. Es gibt in Frankreich unzählige Kämpfe von Frauen in den Kantinen, Putzpersonal oder Krankenschwestern oder Lehrerinnen auch, die kämpfen, aber diese Kämpfe waren bis jetzt überhaupt nicht so bekannt. Und so langsam federiert sich das Ganze und so langsam kommen die auch rein. Und es gibt auch viele, die sich jetzt trauen von diesen Frauen, wenn sie mal gefragt werden, Interviews zu geben. Die Frauen sind ja meistens sehr zurückhaltend und gehen nicht unbedingt auf die Journalisten zu. Und jetzt trauen sie sich, das zu tun. Und wie gesagt, wenn die Frauen mal ins Spiel kommen, die merken nämlich, dass sie ihre Kinder einfach nicht mehr ernähren können. Viele sagen, am 10. des Monats habe ich kein Geld mehr. Und was will ich denn machen? Das geht einfach so nicht. Das ist nicht möglich. Also da ist sind ganz große Probleme. Ja, was hatte ich denn? Ich finde meinen Zettel nicht. Wo ist denn dieser Zettel der Ankündigung? Hast du einen? Ja. Da hatte ich, ja, danke. Ah ja, genau. Das wollte ich jetzt nur noch mal gucken, ob ich was vergessen habe. Ja, das hatten wir, die Schüler. Das ist auch interessant. Ja, Macron ist ja er hat ja in den 2 ersten Jahren oder in den 18 Monaten, sagen wir mal so, wo er da ist, hat er eine Reform nach der anderen gemacht. Und er ist dabei, das französische Schulsystem total umzukrempeln. Und zwar zu Ungunsten der Schüler und für die Oligarchie. Das heißt für die Leute, die Geld haben und für die Leute, die in den großen Städten wohnen. Das heißt, ich will jetzt nicht in die Details gehen, aber es ist ein total ungerechtes System, das er installieren wird. Und auch der Eintritt in die Universität. Weil da gibt es jetzt ein System, das mit Computer, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, Christine könnte man, Parcoursup, genau, Parcoursup heißt das, die Schüler müssen sich eintragen, sie müssen wählen 10 oder 15 Möglichkeiten, was sie eventuell studieren könnten und es sind Algorithmen, die dann sagen, wo sie hinkommen. Nicht in der Nähe, wo sie wohnen, nicht was sie unbedingt machen wollen, sondern sie können schon zufrieden sein, wenn sie überhaupt das eine oder andere kriegen. Also es ist eine unwahrscheinliche Wut in Frankreich über diese unmöglichen und unwahrscheinliche Umkrempelung des Landes. Und noch etwas, Frankreich hatte ziemlich gut eigentlich die Krise von 2008, also gut, sagen wir mal, im Verhältnis relativ gut die Krise überstanden. Und Macron ist dabei, das alles kaputt zu machen. Ich glaube, ich höre jetzt erstmal auf. Sie können ja immer noch Fragen stellen, wenn Sie... Ja. Ja. Darf ich mich nur einmischen, weil wir würden noch konkret was sagen, was in München gewesen ist mit Geldwesten. Ja, genau, die waren hier auch. Ja, kann ich das kurz erklären? Haben ja, Sie ja, Mikro? Okay. Von mir aus. Okay. Nur weil wir gerade hier sind, auch mit Christine von La France Insoumise, das ist das unbeugsame Frankreich,
Also die PS, die Sozialistische Partei, hat nicht reagiert, aber Mélenchon mit La France Insoumise hat die Gelbwesten so weit unterstützt, wie es ging. Und ich bin Christian Lange von Aufstehen, von der Sammlungsbewegung Aufstehen. Und wir haben im Dezember hier als Münchner Gruppe spontan entschieden, mit den Kollegen und Kolleginnen von La France Insoumise, die in München arbeiten. Es gibt hier eine politische Gruppe von... Ja, okay, genau. Wir haben dann einfach gesagt, wir machen jetzt eine Gelbwestenaktion und wir lassen uns das nicht von den Rechten dominieren. Ja, weil bis zum Dezember gab es ein paar Gelbwestenaktionen, kleine von vielleicht 5 oder 10 Leuten von Gelbwesten, auch in München, von rechts. Und wir haben gesagt, es ist uns egal, wir besetzen das Thema. Und haben dann vor der Oper in München an einem sehr kalten Adventssamstag vor Weihnachten es probiert, hier eine Gelbwestenaktion zu machen. Ich will es nur kurz referieren, weil man muss nicht nur nach Frankreich schauen. Wir versuchen auch hier den Protest mit Gelbwesten aufzuziehen. Und es sind immerhin 200 Leute gekommen und das Medienecho war gigantisch. Weil der Spiegel, die Funke Mediengruppe hat das Ganze bis in die Provinz in Deutschland getragen. Und es haben sich dann einige Städte und von der Sammlungsbewegung Aufstehen, haben sich angeschlossen, Hamburg, Düsseldorf, Leipzig. Und dort laufen seitdem Gelbwesten-Demos. Ich will es nur sagen, wenn einer interessiert ist, man kann hier auch sich solidarisieren und Solidarität mit den französischen Gelbwesten zeigen durch aktive Aktionen. Und wir würden uns freuen, wir überlegen, wir warten nur auf die nächste Gelegenheit, auch in München weiterzumachen und würden uns freuen, wenn wir da auch Unterstützung kriegen. Vielen Dank. Ja, danke schön. Vielleicht noch einen Takt zu Macron. Christian hat ja gerade berichtet, Macron ist nicht nur ein typisches Geschöpf der französischen Bourgeoisie, der hat ja immerhin seine Lehrzeit bei Rothschild verbracht, sondern er ist auch ein Produkt des französischen Schulwesens, nämlich also dieses Elitismus der ENA. Alle, die in Frankreich unter gegebenen Bedingungen Regierungsverantwortung tragen, die kommen im Regelfalle von der ENA, das ist École Nationale d'Administration, das ist also eine Hochschule, die eben spezielle Leute ausbildet. Und der Witz ist, diese Leute, die werden in einer ganz bestimmten Art und Weise trainiert und zugerichtet. Das kann man sich in Deutschland überhaupt nicht vorstellen, was das sozusagen bedeutet, weil bei uns die Politiker, und man merkt ja auch dann immer die Unterschiede, wenn man zum Beispiel die Merkel sich anguckt, da sieht man, dass die lange Zeit keine Berufspolitikerin gewesen ist und so tritt sie auch auf. Wenn man aber einen Macron sieht und auch seine Zuarbeiter, dann weiß man, dass die aus dieser Schule kommen, die ganz klar nach ganz bestimmten Vorgaben sozusagen redet und versucht, Politik umzusetzen. Und der zweite Punkt, der wichtig, ja, willst du was sagen? Nein. Der zweite Punkt der Politik in Frankreich, ich hatte es auch gesagt und die Christian hat jetzt auch nochmal das aufgegriffen, ist der völlige Zerfall des Parteiensystems. Also Frankreich hatte noch nie ein so vergleichsweise, also bei uns gibt es ja auch Auflösungserscheinungen, aber ein so relativ stabiles Parteiensystem wie in Deutschland, einfach deswegen, weil in Frankreich die Rechte durch den Staatsstreich von de Gaulle 1958 geprägt worden ist und das hat natürlich alles Mögliche durcheinander gebracht und die fünfte, sprich gaullistische Republik, in der wir uns ja bis heute befinden, ist ja ein System eben Wahlmonarchie, also ein System, wo der Wille des Volkes möglichst am Boden gehalten werden soll. Also man kann hier von einer Teilrückkehr des Ancien Regime sogar reden. Und von daher haben wir natürlich in Frankreich sehr viel stärker entsprechende politische Bewegungen, die dann womöglich auch ausstrahlen. Ich will darauf hinweisen, dass auch Attac
ne, ein Produkt der französischen Gesellschaft ist zunächst mal und dann sich entsprechend ausgebreitet hat. Das ist kein Zufall. Übrigens die Gilets Jaunes, wie gesagt, es gibt ja auch hier Ansätze, aber die Übernahme in andere Länder ist vor allem in Belgien. Auch in Belgien haben wir eine vergleichsweise breite Bewegung von Gilets Jaunes, wo dieses französische Modell in gewisser Weise aufgenommen worden ist. Okay, ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt Folgendes. Ich weiß nicht, ob man mit dem Ding da reingehen kann. Ich glaube, man kann das verstehen, wenn die Leute aufstehen. Oder sie kommen hierher, das ist vielleicht noch besser. Für die, die eine leise Stimme haben, aber die, ja, diejenigen, ich denke, die jetzt Fragen haben oder sozusagen was sagen möchten zu dem oder auch Fragen haben, insbesondere die können das, glaube ich, vom Platz aus machen. Okay, ich habe jetzt noch etwas vergessen und zwar, unser Referent ist zwar nicht da, aber wir haben trotzdem Umkosten. Oh, ja, ja. Umkosten. Also der Raum kostet natürlich auch was. Heißt es. Also wenn Sie etwas spenden würden, wäre das ganz nett. Vielleicht gebe ich es durch, es gibt da hinten nochmal eine. Aber jetzt zu Ihren Fragen. Aber jetzt noch ganz kurz der Werbeblock. Weil ATTAC macht die Winterschule. Vorne habt ihr die entsprechenden Flyer am Samstag, den 9. Februar und Sonntag, den 10. Februar von 9.30 Uhr bis 20 Uhr. So sieht der Flyer aus, er liegt vorne aus, also für alle, die sich da interessieren und da Zeit haben, darf ich da entsprechend darauf hinweisen. So, jetzt los. Jetzt Christine. War hier die erste Wortmeldung. Christine und die Dame. Ja, okay. Ja, also ich wurde gerufen, ich bin hier so die von France Insoumise, Französin. Wir sind nicht mal 10 Franzosen, die hier versuchen aktiv zu sein. Das ist natürlich minimal. Ich wollte nur paar Sachen ergänzen. Also warum die linke Parteien und die Gewerkschaften am Anfang so vorsichtig waren, weil in der Presse und überall diese Gelbwestenbewegung erstmal als extrem rechts vorgestellt wurde. Und natürlich hat man keine Lust mit Faschisten eine Aktion zu machen. Und das hat einige Zeit gedauert, bis es klar geworden ist, dass es eigentlich die sehr große Mehrheit nichts zu tun hat mit Migranten und extrem rechts Themen. Aber das war am Anfang nicht klar. Das kann auch eine Erklärung sein, warum es nicht so, warum die Parteien und Gewerkschaften nicht so aktiv waren. Und ich glaube, das muss man auch überlegen für Deutschland, dass auch die extrem Rechtsparteien versuchen, diese Bewegung zu vereinnahmen. Genau, also das wäre vielleicht ein Thema, wie man das in Deutschland unterstützen kann. Ich wollte auch sagen, dass was Christian gesagt hat, dass die Leute, die sich aktiv auf diesen Kreis verkehren, das elendig im Winter dort zu bleiben, also man kann sich nicht vorstellen, wie schrecklich das sein könnte. Und trotzdem haben die Leute da so viel Solidarität und Menschlichkeit gefunden. Das ist, also ich habe auch sehr viele Zeugnisse gelesen. Die Leute kommen nicht mehr zurück. Die wollen das nicht mehr, also die haben das entdeckt, die Stärke von der Solidarität. Und das ist wirklich wow. Sie wollen einfach nicht zurück. Sehr viele, die meisten von den Gelbwesten waren bisher nie aktiv. Viele haben nicht gewählt, die waren nicht mit Politik beschäftigt und so weiter. Die Bewegung France Insoumise, die ATTAC, unterstützt schon nicht ganz von der ersten Stunde, aber also das war gespalten bei France Insoumise. Einige haben gemeint, nein, das sind Faschisten, andere haben gemeint, ja, sie fördern richtige Sachen. Aber wir unterstützen sie. Auf einer Seite denken wir, ja, sie verlangen bessere Löhne, bessere öffentliche Dienste. Sie wollen auch wieder eine Änderung von der Politik, dass die Bevölkerung Referendum
machen kann. Und für die Präsidentwahl, ein halbes Jahr her, hatten wir in unserem Programm eine Assemblée Constituante, also für eine neue Verfassung, eine Assemblée haben. Verfassungsgebende Versammlung, ja. Verfassungsgebende Versammlung heißt das. Danke. Und höhere Löhne und alles für die Umwelt. Und, also ein Programm, ja, okay, ich bin bei Franz-Assum selber, ich finde das Programm einfach wunderbar. Also das hat uns, das hat die Leute zu dieser Bewegung gebracht. Und wir sehen, ja, hätten sie das gewusst, natürlich sind unsere Medien extrem schwierig. Also es war sehr schwer, unser Programm durch die großen Medien vorzustellen. Die Leute haben es auch nicht gewusst, dass wir das vorgeschlagen haben. Also viele Leute haben es nicht gewusst. Aber wir denken jetzt, okay, sie wollen das wieder machen, sie treffen sich, sie haben so viel Misstrauen, sie wollen keine fertige Lösung haben, sie wollen das selber miteinander diskutieren und aufbauen. Okay, ich verstehe sehr gut, dass sie das Bedürfnis haben und wir sind damit okay. Wir wissen nicht, was es mit der nächsten Wahl geben wird, aber es ist einfach so. Für uns ist das Bewusstsein politisch auch für die wichtigen Sachen, das ist die Hauptsache. Wenn wir einen Erfolg haben bei der nächsten Wahl, super, aber wenn nicht, dann ist es einfach so. Gut, also sehr wichtig, was du gerade gesagt hast. Sehr wichtig ist die Forderung nach Volksabstimmungen, weil eben diese Präsidialdemokratie in Frankreich die direkte Beteiligung der Bevölkerung ausschließt. So, jetzt. Also, ich habe zwei kleine Fragen. Also für mich ist das ein bisschen schwierig, also dafür wäre halt auch ein bisschen paradox. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass die Gelbwestenbewegung sich ja auch nicht parteipolitisch oder halt auch gewerkschaftlich halt irgendwo zugehörig fühlt. Auf der anderen Seite hattest du vorhin erwähnt, dass die CGT oder sie, dass die CGT zusammen mit Ihnen jetzt ja auch so eine Richtung halt einschlagen mit Streiks und Aktionen und ja, das ist die erste Frage, weil ich glaube, dass ohne eine Organisation, und damit meine ich nicht Partei, sondern ohne eine Organisation, das im Grunde genommen gar nicht möglich ist, halt also wirklich die Forderungen halt auch weitergehend durchzusetzen. Also eben, das ist für mich ein Widerspruch halt, weil das nämlich auch, und das ist in dem Zusammenhang auch noch, es wird immer wieder gefordert, dass der Macron zurücktreten soll, wenn ich das so in den Medien so wahrnehmen kann halt. Gibt es dazu halt eine Alternative? Was wird dann noch, ich kann ja nicht einfach nur sagen, nee, den nicht. Ich habe ja auch, wenn ich sowas anstoße, ja auch eventuell Ideen, wie es oder wer es anders machen könnte. Also das eben, ich habe da einfach Schwierigkeiten halt, dass Leute sich nicht gewerkschaftlich halt eben ja, einbinden lassen wollen, dann wird die Solidarität in den Dörfern und so weiter wieder benannt, dass die da halt am Wachsen ist. Aber die Solidarität gab es ja und gibt es auch bei der CGT, also meines Erachtens. Und ja. Okay, ja. Wir nehmen noch zwei weitere dran. Es waren die zwei auf der Seite und dann nachher sind Sie dran. Ja. Aber wir nehmen jetzt mal Inge, kommst du her oder willst du? Und dann nachher sind Sie noch die Dame da hinten, also du ja noch und dann. Ja, ich habe, glaube ich, eine ganz einfache, kurze Frage. Was müsste die Sozialistische Partei in Frankreich vorschlagen, machen, damit sie die Gilets Jaunes an sich binden könnte? Das ist die erste Frage. Und wie wären diese Forderungen durchzusetzen in einer neoliberalen
Wirtschaft in Frankreich. Okay. Wer war jetzt da? Ja, du? Ja, ja. Und dann der Herr. Und dann hören wir erstmal auf. Genau. Ich wollte fragen, das klang so ein bisschen, das habe ich auch in der Presse gelesen, also öfter gelesen, dass der Macron fast verwundert war, dass da auf einmal so viel Unzufriedenheit gibt und damit hätte er gar nicht gerechnet. Ja, ja, wie kann das sein? Ich meine, selbst wenn er in so einer abgehobenen Welt der reichen und neoliberalen, besonderen Schulen, besonderen Vierteln lebt, auch er sieht doch, also auch er weiß, dass Frankreich war immer ein Klassen, also gab eine große klassenbewusste Arbeiterklasse in Frankreich. Ja, es gab und da doch lange Zeit, also ich habe auch eine Weile da, habe ich schon erlebt. Also es gab doch starke Gewerkschaftsbewegungen, es gab immer wieder, es gab die Referenden, die Franzosen haben mehrheitlich Nein gesagt zu dem EU. Ja. Ja, und also und was ist passiert? Im Vergleich zu Deutschland gab es doch eine wesentlich kampfbereitere Bevölkerung, einen großen Teil. Und wie kann er dann denken, er zieht es einfach jetzt mal so locker durch, verstehe ich gar nicht. Vor allen Dingen, weil es hat, die Gewerkschaften haben doch auch sofort reagiert, wie er mit seinen ersten Reformversuchen anfing. Also wie kann das... Okay, Thomas. Also erstmal vielen Dank an die beiden Referenten, Referentinnen für ihre sehr informativen Ausführungen. Ich habe jetzt natürlich das eine betrifft die Organisationsweise der Gilets Jaunes. Können Sie uns da noch ein bisschen was darüber sagen, wie die sich zusammenfinden, wie die sich organisieren, wie die zum Beispiel diesen Forderungskatalog von diesen 40 Forderungen verabschiedet haben? Irgendwie muss es ja eine Art von demokratischer Meinungsbildung geben. Läuft das also im Internet? Wie sieht das aus? Ja, weil auch wenn Sie keine Repräsentanten wollen, sowas muss ja irgendwie organisiert sein. Und genau. Und die zweite Frage, die von La France Insoumise hat es ja schon angesprochen, der Grund, warum La France Insoumise oder die Linke generell so lange nicht eingestiegen sind auf diese Bewegung, weil eben in der Presse, in den Medien diese verzerrte Darstellung war, das sind alles mehr oder weniger Rechtsextreme und deswegen gab es eben diese zögerliche Haltung der Linken. Ich habe jetzt die Frage eher in die andere Richtung. Gibt es denn bei den Gilets Jaunes Anzeichen dafür, dass die sich auf die politische Linke zubewegen, dass die sich vorstellen könnten, zusammenzugehen, zum Beispiel mit La France Insoumise? Mit der CGT haben sie offensichtlich schon so eine Art Bündnis geschlossen, zumindest teilweise. Also bewegt sich da irgendwas, wo man sagen könnte, die Bewegung erkennt, dass sie langfristig nur dann Erfolg haben können, wenn sie auch so eine Art von politischer Repräsentanz haben, ja, wie auch immer das aussieht. Gibt es da irgendwie Anzeichen? Also man könnte, ich gebe jetzt mal ein paar Antworten und Paul gibt vielleicht noch ein paar andere. Also das Erste, natürlich haben die das mittlerweile gemerkt, dass sie sich schon etwas organisieren müssen. Das hat auch in Commercy am letzten Wochenende ein Treffen gegeben, ein ganzes Wochenende, wo mehr als 100 Delegierten von den verschiedenen Gruppen gekommen sind. Und da haben sie auch einen Text verabschiedet, wo sie sagen, sie wollen weitermachen, sie wollen sich organisieren, aber ich habe jetzt den Text, also wenn er nachher was sagt, dann suche ich den Text irgendwo, den habe ich auch. Ah ja, da habe ich ihn. Also, genau. Von dieser Aufruf, dieser ersten Generalversammlung der Gelbwesten, da schreiben sie eben, sie laden alle ein, alle Gruppen weiterzumachen. Sie laden die Gruppen ein, sich zu überlegen, wie sie weiter die Macht dem Volk geben wollen. Das ist eigentlich deren Problem. Und das, wenn man sagt, dass die mit der CGT was gemacht hat, das stimmt nicht. Die CGT hat angefangen, hat gesagt, wir machen einen Streik am 5. Zoden, genau. Und dann haben die Gilets schon gesagt, ja, wir machen da mit. Aber es gibt keine, ich glaube, es ist ganz schwierig für Leute, die das nicht gewohnt sind, aber es gibt wirklich ganz, 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 ganz wichtige Berührungsängste. Das ist, das muss man akzeptieren. Die haben überhaupt kein Vertrauen mehr, weder in die Politikerinnen, weder in die Medien, weder in die Gewerkschaften. Übrigens, apropos Gewerkschaften, warum sind denn die auch so schwach? Die haben in den letzten 2 Jahren alle Kämpfe verloren. Man denkt nur an die Loi Travail und all das, was sie gemacht haben. Seit Nuit debout
ist alles verloren gegangen. Die Werkstatt hat überhaupt, bitte? Seit 95. Oder ja, genau. Es gibt überhaupt gar keine Schlacht, die sie gewonnen haben. Also insofern, okay, also wie gesagt, die Gilets jaunes, was sie charakterisiert, wirklich, und ich glaube, das muss man sich einfach vorstellen, vielleicht in einem Land wie Deutschland, wo man gewohnt ist, organisiert zu sein. Es ist einfach so, die wollen es einfach nicht. Und noch wollen sie es nicht. Wie es jetzt weitergeht, es kann sein, dass sie es irgendwann mal wollen. Es gibt ja ein paar Gruppen. Die eine Gruppe hat ja schon beschlossen, dass sie eine Liste aufstellen für die Europawahlen. Aber das ist eine Gruppe, die sind nicht repräsentativ und die sind auch von den anderen angefeindet. Die sind absolut nicht repräsentativ. Und es haben sich ja schon zwei, die ganz oben auf der Liste waren, haben sich schon wieder zurückgezogen. Also es ist etwas, was total in Bewegung ist. Ich glaube, man kann da, wir machen zwar einen Abend darüber jetzt, aber vielleicht können wir morgen was ganz anderes darüber erzählen. Weil wir das einfach gar nicht so richtig wissen. Das für die Organisation. Jetzt Macron. Ja, also Macron ist ein pures Produkt, wie Paul schon gesagt hat. Es ist ein pures Produkt, dieses elitäre französische System. Außerdem ist er dann noch bei der Bank gewesen, noch. Und er ist ein sehr, sehr, sehr cleverer Mensch. Und in diesem Interview, was ich heute noch gehört habe, da gibt es ein Buch von Marc Endoven, der ist bei Marianne Zeitschrift, und er hat ein Buch über Macron geschrieben, und der sagt, Macron ist ein sehr, sehr guter Politiker. Der weiß ganz genau, was er macht. Der hat schon als er nicht einmal Minister war, schon vorher hat er seine ganzen Finger, seine ganzen Réseau, seine Verbindungen, Netzwerke, hat er ausgebreitet, so dass, wenn es mal so weit ist, dass er sie benutzen kann. Und das ist eine seiner Charakteristik. Der lebt in einer Welt, die überhaupt nicht, der ist total abgeschnitten von dem Volk. Okay, soweit. Ja, also wer sich dafür interessiert, es gibt bei Surkamp ein Buch, und das empfehle ich für die, die sich intensiver beschäftigen wollen, zur Lektüre, das heißt von Mitterrand zu Macron. Da wird diese Entwicklung in Frankreich eigentlich ziemlich gut analysiert, in der Reihe Edition Surkamp. Es ist in Deutschland nicht vorstellbar, also das kann ich nur aufnehmen, was Christian da gesagt hat, wie sehr abgehoben diese französische Politikerkaste ist. Das gibt es in Deutschland nicht, weil wir nicht diese Institutionen haben, wir haben auch nicht diese Hauptstadt, wir haben ja mehr Zentren und so weiter, weil in Frankreich passiert alles in Paris. Und das war ja ein großes Problem der Wahrnehmung, weil die Gilets jaunes kommen nicht aus Paris hauptsächlich, sondern die kommen aus der Provinz. Und natürlich ist das Problem, dass man, um sichtbar zu werden, muss man irgendwelche Demos dann in Paris machen. Aber diese Demos haben eigentlich dem wirklichen Charakter der Gilets jaunes nicht unbedingt entsprochen. Abgesehen davon, in Paris hast du das Problem, wenn du da nicht sozusagen verankert bist und von daher kommst, dann gibt es die sogenannten Casseurs, das sind die Schläger-Dinger, so wie wir es in Hamburg wahrscheinlich auch ein bisschen erlebt haben, ne, mit diesen Autos, die da in irgendeiner Nebenstraße da angezündet worden sind. Das sind so typische Handlungen von Casseurs, die wollen nur Krawall machen, das ist völlig unpolitisch. Und sowas gibt es in viel stärkerem Maße auch in Paris. Und eben, man muss da sehr darauf achten, wie das mit der Presse ist und mit der Darstellung. Also ich hatte jetzt das Glück, in der Provinz zu sein und mit Leuten aus der Provinz zu reden. Natürlich hast du völlig recht, die Frage der Organisierung stellt sich. Aber das ist ja eine soziale Bewegung, eine richtig explosionsartig entstandene soziale Bewegung von 3 Monaten, oder? Ja, insofern muss man, glaube ich, also das ist ein wichtiger Faktor, die brauchen halt Zeit, um sich zu entwickeln, um hier sozusagen voranzukommen. Trotzdem gibt es bei Ihnen und auch in anderen Bereichen ganz klare Vorstellungen, die immer wieder kommen, dass die 5. Republik abgeschafft werden muss. Die 5. Republik, dieses autoritäre Modell in Frankreich, das ist in gewisser Weise, das steht zur Debatte, das muss abgeschafft werden durch eine neue Verfassung, die durch eine Volksabstimmung sozusagen verabschiedet werden muss, die entsprechend radikaldemokratisch zu sein hat und so weiter. Also das ist eigentlich der Kern der Kämpfe, um die es geht, neben den ganzen sozialen Fragen, über die wir ja schon... Ich würde sagen, die sozialen zuerst und das aber gleich danach.
Ja gut, aber es gibt eine direkte Verbindung von Demokratie, von der Grundfrage der Demokratie und diesen sozialen Fragen. Wie dann der Zusammenhang im Einzelnen sein wird, das kann heute eigentlich niemand sagen. Das ist ja dann eine Frage auch der historischen Entwicklung. Aber wichtig ist zu verstehen, die tiefe Delegitimierung des französischen Systems der Fünften Republik. Und da stoßen diese Gilets jaunes rein. Es gibt aber eine Reihe von anderen Gruppen und so weiter, die ähnlich denken. Es gibt auch viele Intellektuelle, die natürlich vorgedacht haben und so weiter. Also das ist eine offene Frage. Und jetzt zu dem Thema Organisation oder zum Thema Gewerkschaften und Parteien. Also die Parteien sowohl der Rechten, nämlich des Gaullismus, sind komplett zerfallen. Ein Teil ist zu Macron übergelaufen, ein anderer Teil bekämpft das und so weiter. Also das sind auch richtige Clankämpfe. Manchmal denke ich an Arabien, wenn ich die französische Parteienlandschaft sehe, wo diese Clans ganz stark sind. In der sozialistischen Partei gibt es, Mélenchon kommt im Übrigen, also von La France Insoumise kommt ja auch aus der sozialistischen Partei. Dem ist es ja gelungen, sozusagen sich dann entsprechend abzusetzen. Aber ansonsten gibt es mindestens 5 sich heftig befehdende Strömungen in der sozialistischen Partei. Und der Witz ist ja, das historische Gebäude in der Rue de Solferino, das müssen sie verkaufen, weil sie de facto ist schon verkauft. Sie sind woanders. Die Pleite sind. Also das zeigt ja alles auf. Die haben ja vorher den Präsidenten gestellt. Hollande war ja tatsächlich ein Vertreter der sozialistischen Partei. Das sollte man dabei immer berücksichtigen. Gewerkschaften. Das Problem in Frankreich ist einerseits diese ungeheure Schwächung und so fort, die ja mehrfach schon genannt worden ist, aber auch das Problem der Bürokratie. Also das, was es im Staat gibt, das wiederholt sich ein bisschen in den klassischen Gewerkschaften. Nicht in Süd, und darum gibt es ja diese unabhängigen, selbstorganisierten Gewerkschaften. Aber wenn man an die CFDT, an FO vor allem auch denkt und teilweise auch an die CGT, wo es ein bisschen komplexer ist, dann ist ja klar, die haben eine Bürokratie, die ein bisschen sozusagen die politische Struktur des Landes im Kleinen abbildet. Ich will es nicht übertreiben, natürlich sind die immer wieder angewiesen auf die Zustimmung ihrer Mitglieder, sind letzten Endes ja auch von deren Mitgliedsbeiträgen und so weiter abhängig, aber trotzdem gibt es diese Form des Bürokratismus in diesen, wir kennen das auch aus Deutschland, in bestimmten, schaut mal euch die IG Chemie an, da habt ihr ja das also auch in ganz, ganz starker Weise, oder naja, bei der IG Metall ist ja auch nicht alles so koscher, also, aber das ist viel, viel drastischer, viel, viel schlimmer in Frankreich, und von daher ist es so, dass grundlegende politische Veränderungen eigentlich immer durch entsprechende Massenbewegungen durchgesetzt worden sind. Ich will euch das klassische Beispiel Mai 68 geben. Wenn in Frankreich grundlegende Veränderungen in der Gesellschaft und teilweise auch in der Politik durchgezogen worden sind, dann war es durch den Mai 68. Der Mai 68, wiewohl eine minoritäre Bewegung, hat selbstverständlich das politische Leben in Frankreich massiv erschüttert und durcheinandergebracht und natürlich auch positive Wirkungen in der Gesellschaft gezeitigt. Und wir wissen jetzt nicht, es ist immer eine Wette. Jede soziale Bewegung ist eine Wette. Was daraus wird, was da kommt, ist völlig unklar. Und gerade wenn man nach 3 Monaten darüber redet, aber immerhin, es ist aktuell die stärkste soziale Bewegung, die es in Europa gibt. Das muss man ganz eindeutig sagen. Genau, nochmal ganz kurz auch noch etwas. Die Leute beziehen sich nicht auf 68, die beziehen sich auf die französische Revolution und auf die Kommune, auf die Pariser Kommune. Das ist interessant, weil das sind ganz andere Bewegungen gewesen. Also Mai 68, da reden sie nicht sehr viel drüber. Außerdem wollte ich noch etwas bestätigen, was Christine eben gesagt hat. Das Programm von Mélenchon wäre genau das, was sie möchten. Eigentlich. Aber sie kennen es wahrscheinlich gar nicht. Und zweitens würden sie auf gar keinen Fall, ich weiß nicht, ob Mélenchon und die France Insoumise davon gewonnen haben. Christine, weiß ich nicht. Durch diese ganze Bewegung. Also es ist paradox, weil es gibt ein Programm. Man bräuchte das nur anzuwenden. Es steht in seinem Buch, steht alles. Steht genau das, was sie möchten. Was ist da drin? Was ist in diesem Programm?
Naja, zum Beispiel hat La France Insoumise eine große Kampagne gemacht, also gegen die verheerenden Zustände in den, im medizinischen Bereich und vor allem in den Krankenhäusern. Also gerade ich war jetzt unten in Perpignan und so fort, da war alles verklebt mit entsprechenden Plakaten gegen diese irren Zustände und die Kürzungspolitik, die von Macron und vorher ja teilweise auch schon im medizinischen Bereich gemacht wurde. Also das ist zum Beispiel ein Teil der Kampagne, aber klar ist, die Menschen von, ich habe mit Ihnen geredet, von da unten, ne, von La France Insoumise, das sind zunächst mal Unorganisierte. Das sind Leute, die die Wut über die Zustände zusammentreibt und die wollen zunächst mal mit unter sich diskutieren und dann vielleicht mit anderen sozusagen da in Kontakt kommen, die bereits organisiert sind. Weil es ist ja klar, sie hätten auch gewaltige Nachteile, wenn sie sofort in irgendeine Organisation rennen würden, weil sie sozusagen noch gar nicht wirklich ausdiskutiert haben, was sie eigentlich wollen, was ihr Anliegen ist, neben diesen ganz konkreten Dingen, die ja ihre, genau, die ihre Wut hervorgerufen haben. Aber jetzt okay. Sonja war zu Beginn, da hinten. Sonja? Ja, okay. Und dann... Dann hier, die hier, rechts, okay. Die Wortmeldung. Ja. Sie? Okay, gut, und dann Sie. Ja? Und dann Sie. Also 1, 2, 3, 4. Okay? Merken Sie sich das. Ich glaube, dass in dieser Bewegung total diese Verdroschenheit zum Ausdruck kommt, dass. Dass seit vielen Jahren und Jahrzehnten unterschiedliche Zusammenhänge immer wieder für bestimmte Sachen gekämpft haben. Und die Regierungen reagieren einfach nicht darauf. Sie ziehen einfach ihre Politik durch. Wir kennen das auch bei uns. Ja, eben. Endet das in Wahlenthaltung. Darum sind die Leute auch angefressen, weil die Politik überhaupt nicht reagiert auf das, was die Menschen wollen. Da kann man SPD wählen oder da kann man CDU wählen, dann wechseln sie sich wieder ab, dann machen sie diese Koalition oder jene. Und es ändert sich nichts für die Menschen. Und in Frankreich ist es offensichtlich noch sehr, sehr viel krasser. Aber es hat ja sehr viele Bewegungen gegeben. Deswegen sehe ich das nicht so, dass es völlig aus dem Nichts kommt, sondern das auch aus den Erfahrungen, dass man in unterschiedlichen Zusammenhängen Netze besetzt hat, gekämpft hat und getan und gemacht hat und es hat sich nichts geändert. Und deswegen ist die Wut so groß und deswegen wollen sie nichts mehr mit irgendwelchen Institutionen und Parteien zu tun haben. Ich glaube, das wird sich auch noch ändern. Das wird sich noch entwickeln, dass man sowieso, wie schon gesagt, dass man sich organisieren muss, das wird man merken, dass es notwendig ist. Aber ich finde das ganz toll, dass die Menschen erstmal versuchen, ihre eigenen Interessen für sich zu formulieren miteinander und dann zu sehen, so, wer kann uns da helfen, wie können wir da weiterkommen. Ich finde das einen tollen Prozess und kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sowas bei uns auch gibt, weil ich nicht glaube, dass man das einfach so übertragen kann. Aber ich wünsche mir, dass sich das in Frankreich so fortsetzen kann und dass sie das wirklich noch eine ganze Weile sich verstärken können und ihre Positionen entwickeln können und so machen. Vielleicht darf ich noch auf eine Veranstaltung hinweisen. Am 13. Februar gibt es hier im Haus eine Diskussion über die Linken vor der Europawahl in Europa, über die verschiedenen Zusammenhänge der Linken, wie die sich positionieren. Das mag vielleicht ganz interessant sein. Okay, ja. Ich habe also erstmal so Ausgangspunkt, wenn dieses Statement hier von der Frau von La France Insoumise richtig ist, dass die französische Linke sich erstmal von der Presse hat sagen lassen, oh, das ist eine rechte Bewegung, macht da nicht mit. Dann zeigt es aber eigentlich, dass die Linke anscheinend in der Bevölkerung überhaupt nicht mehr verankert ist. Dass ihr das Gefühl fehlt, dass sie das überhaupt nicht sofort durchschauen kann, dass es nicht stimmt. Und das wäre kein Wunder, denn wir dürfen nicht vergessen, es gab die Mitterrand-Regierung, es gab sogar eine kommunistische Partei, das erste Mal in Westeuropa, die an einer Regierung beteiligt war. Es gab eine sozialistisch-kommunistische Regierung in Frankreich. Das war aber zum zweiten Mal. Ja, aber nach dem Krieg, jetzt rechnen wir mal diese kurze Phase nach dem Krieg ab, wo selbst in Österreich die KPÖ an der Regierung beteiligt war. Ja, aber das war eine Zeit, wo in Lothringen und anderswo nochmal schwer deindustrialisiert wurde, sodass man den Eindruck haben konnte, die KP wird kooptiert, damit sie gerade nicht protestieren kann. Das heißt, dann haben wir die Regierung Hollande und ich kann verstehen, warum viele Leute von den Linksparteien schwer enttäuscht sind, weil Linksparteien an der Regierung nicht wirklich viel
bewirken. Wir haben gerade erst erlebt, wie krachend die Syriza gescheitert ist, bis hin zu dem, dass dieses Streikenrecht wieder einschränkt. Jetzt meine zwei Fragen. Erstens mal nochmal, kannst du ein bisschen was sagen, Christine, zur sozialen Zusammensetzung, zur sozialen Basis von dieser Gilets Jaunes-Bewegung? Vorher hieß es mal, naja, das ist Provinz, das ist Banlieue. In den Städten sind sie gar nicht vertreten. Ist das so richtig? Großstädten. Ja, gibt es in den Großstädten keine so starken sozialen Widersprüche, als dass man da Leute ansprechen könnte? Das ist das Zweite. Und der dritte Punkt ist die politische Orientierung. Also ist ja vollkommen klar, dass so eine Massenbewegung, so eine relativ neue, junge Massenbewegung, dass das noch nicht irgendwie eine einheitliche politische Orientierung haben kann, das ist klar. Aber so wie du es beschrieben hast, und das hat mich sehr hoffnungsvoll gestimmt von der Gruppe, die du gesprochen hast, geht es ja eigentlich in Richtung direkte Demokratie, Rentenstrukturen, keine Repräsentanz oder nur mit imperativen Mandat. Du hast dann Chiapas genannt, die organisiert sich ja auch gerade nicht als Partei, um an Wahlen teilzunehmen, sondern sie setzen auf Selbstorganisation. Und ich glaube, das ist der eigentliche Weg nach dem Scheitern linker Parteien in 100 Jahren an Regierung. Wie ist da die Ausrichtung? Auf der anderen Seite hat man ja dieses Phänomen, es gibt diese Liste zur Europawahl, hast du gesagt, die sind eher minoritär. Wie ist das einzuschätzen? Wie groß ist die Gefahr, dass aus so einer Massenbewegung am Ende so eine komische Partei wie Cinque Stelle entsteht, die ja am Anfang auch als Links- und Anti-Berlusconi gestartet sind und jetzt im Schlepptau der Faschisten in Italien sind? Wie schätzt du so die Stimmungslage ein? Das ist gut. Das ist eine interessante Frage. So, jetzt war die Dame. Sie waren, ja. Syriza? Ja, Jolanda. Jetzt muss ich verstehen, euch so sehr in Italien auf Salvini zu konzentrieren. Und das ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Und ich sehe, dass da viel zu viel Oberflächlichkeit da ist. Was mich rumtreibt, ist der Gedanke, dass die Gelbwesten in Frankreich so allein bleiben, wie Syriza in Griechenland, wie die Bewegungen auch in Italien. Und das ist der Niedergang der linken Parteien. Die existieren nicht mehr, weil ein Teil sozialdemokratisch und sich dem Neoliberalismus unterwerfen wollte. Die wollten es. Und sie haben alles daran gesetzt, den Grundstock zum Sozialabbau zu legen. Und das vergisst man. Wenn es nicht gelingt, diese Bewegung über Frankreich hinaus nach Italien, nach Spanien, nach Portugal, nach Deutschland, in den osteuropäischen Ländern ist es schwierig und in den nordeuropäischen glaube ich auch. Aber gerade im Mittelmeerraum ist das potenziell ähnlich wie in Frankreich. Und wenn es nicht gelingt, das rüberzubringen und die anderen mit ins Boot zu nehmen und sich auf keine Weise durch Geplapper mit Gewaltfreiheit einzulassen, denn in Frankreich haben sie es auch schon, es ist furchtbar schwierig heute, glaube ich, eine Gegenbewegung, die Gesellschaft ändern will, auf die Beine zu stellen, weil dann immer sofort die Schuldenbremse einsetzt. Und ich habe mich immer gewundert, warum niemand gegen diesen Mechanismus protestiert hat. Also du meinst Maastricht? Ja, danach auch Merkel. Merkel und nein, aber die Abkommen von Maastricht. Ja, aber Sie sind dran, glaube ich. Oder? Ja, oder Sie haben sich gemeldet. Ja, genau, ja. Einer von beiden. Ja, ging es auch um was Ähnliches. Ich habe da auch sehr gut gefunden, wie viel über solche Themen gesprochen wurde, vor allem die Sache mit Demokratie hinterfragen.
Ich glaube, das können wir überall auch machen, weil hier lernt man auch in Demokratie, obwohl viele so denken und glauben. Überall in der Welt ist das so, Demokratie. Ja. Und ich würde gerne ein bisschen mehr hören, wie, weil Sie genannt haben, dass eine Gruppe, die Sie kennen, schon versteht, worum es geht. Und ich würde mir wünschen, dass wir alle auch verstehen, weil ich habe schon ein Gefühl, dass ich ein bisschen verstehe, aber ich weiß nicht, was Sie meinen damit, dass diese Gruppe schon versteht, worum es geht, und wenn wir alle schon verstehen würden, es geht um imperiale Lebensweise, es geht um, worum geht es, wenn Sie da gesagt haben, dass diese Gruppe schon versteht, worum es geht. Also was wären dann die Ansätze, die Lösungen? Da gibt es auch ein bisschen in dieser Richtung Zapatistas oder wie? Okay, also ich fange vielleicht an, daher lasse ich dich weitermachen. Sonja hat etwas ganz Wesentliches gesagt, das war jetzt nicht mehr da, aber es ist ja so, sie hat ja angesprochen, dass es gibt viele Gruppen, aber es tut sich nichts. Aber Macron ist ja auch nur eine Marionette, und zwar von wem? Von der EU, Merkel and Co. Das heißt, er kann auch gar nicht anders. Er könnte natürlich, es gibt immer Möglichkeiten, in einem Land was anders zu machen. Aber wenn man die Linie hat, und die hat er ja nun, diese Neoliberale, er kann nicht anders. Und die EU ist ja derart Bremse, dass die EU eigentlich an dem Ganzen schuld ist im Grunde. Natürlich haben die Regierungen das alles mitgespielt und spielen es mit, das ist klar. Aber man kann ja gar nicht raus. Schauen wir doch an, wie es mit dem Brexit jetzt ist, ja? Mit diesem ganzen Schlamassel eigentlich, mit diesem Chaos. Und das ist eigentlich die größte Krux in Europa. Hier haben wir den Punkt, da sollten wir ansetzen. Erste Antwort an Sonja. Also es ist kaum möglich, schade. Dann die soziale Basis der Gilets Jaunes. Warum nicht die Städte? Ist doch normal, in der Stadt haben sie alles, was sie brauchen. Sie haben die Krankenhäuser, sie haben die Schulen, sie haben die Vertretung, sie haben alles, was sie brauchen, haben sie in der Stadt. Also die Städte sind nicht so interessiert daran. Es gibt auch Bewegungen in den Städten. Mittlerweile, wenn man die Karte anschaut, sind die Städte auch drin. Aber und jetzt augenblicklich ist interessant, es gibt zwei Städte, wo sich eigentlich die Proteste kristallisieren. Das ist Toulouse, das bin ich ganz erstaunt, ich wusste auch nicht warum, auf einmal Toulouse und Bordeaux. Bordeaux und Toulouse, das sind die zwei Orte, die zwei Großstädte, wo wirklich tatsächlich die Stadt auch da präsent ist. Und ansonsten, ja, Paris natürlich, das wissen wir alle. Also wie gesagt, aber die Großstädte, die haben nicht so das Interesse, die haben ja alles, die haben ja, was sie brauchen. Ja, die Liste mit der Europawahl, ich würde sagen, aber das ist meine ganz persönliche Meinung, ich kann da für niemanden sprechen. Ich glaube, die hat keine Chance. Ich glaube nicht, dass sie eine Chance hat. Weil die Bewegung ist zu heteroklit, sie ist wirklich zu gegen dieses Parteiensystem, dass ich nicht glaube, dass es was gibt. Ich weiß es aber nicht, es könnte sein. Jetzt, was war noch? Ja, die Gelbwesten allein in Europa, ja. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber das ist ganz wichtig, was Sie gesagt haben. Es müsste überschwappen. Es müsste wirklich tatsächlich in andere Länder in Europa. Es müsste endlich, weil das ist die Gelegenheit. Aber passiert nicht sehr viel. Also in Belgien schon, aber willst du was dazu sagen? Später, okay. Ja, gut. Und was Sie gesagt haben, mit Commercy, da diese Gruppe, die haben halt dieser Kommunalismus, ja, von Bukshin. Das heißt, die versuchen sich, die wollen sich lokal organisieren, die kleinste Einheit, eigentlich Subsidiarität. Das steckt ja eigentlich in den Verträgen, ne? Subsidiarität. Das heißt, was man auf der kleinen Ebene, auf der kleinsten Ebene machen kann, soll man da machen. Und sie wollen auch kleine Einheiten. Sie sagen zum Beispiel, eine kleine Stadt, so 30.000, 40.000 Einwohner, das ist eine gute Einheit. Und dann
dann baut man auf. Aber ich kann Ihnen jetzt auch noch nicht sagen, wie weit es geht. Es ist nur ein Beispiel, das Sie haben. Eben, Rojava funktioniert so, Chiapas funktioniert so. Es gibt einige, es gibt in Spanien, Katalonien, da gibt es auch Städte, Gemeinden, die so funktionieren. Aber es gibt noch nicht sehr viele Beispiele davon. Und Rojava ist ja sehr gefährdet jetzt mit den Türken. Also das ist ein sehr interessantes Projekt und sind sehr interessante ja, Initiativen, aber ob das in Frankreich lebt, weiß ich nicht. Also, soweit. Hat das damit zu tun, eben mit dieser Idee von imperialer Lebensweise und auch die Idee von Städten? Warum gehen Menschen an den Städten? Was hat das damit nein, zu tun? Nein, also die Debatte ist in Frankreich nicht so. Also dieses Thema Uli Brandt und Konsorten, das wird in Frankreich nicht so rezipiert. Also Frankreich hat da auch sozialwissenschaftlich eine sehr eigene Tradition, die mit dem, was hier teilweise diskutiert wird, wenig zu tun hat. Also hier gibt es schon sehr große Unterschiede, auch in der politischen Kultur, haben wir ja versucht zu erklären. Nein, zuerst mal... Es ging ja nicht nur um Frankreich, sondern auch hier, weil eben hier passiert... Ja, wir reden jetzt aber über Frankreich. Ja, aber wir reden jetzt über Frankreich. Und es geht alles geliefert von woanders. Also dritte Welt. Ja, aber... Die leben noch und unterstützen das. In Frankreich ist das... Das Problem. In Frankreich ist das bedeutsamer. Lass ihn mal reden. Nein, er war nicht dran. Er hat dazwischen geredet. Er war nicht dran. Dann kann sich ja wieder melden. Aber gut. Wie gesagt, dieses Thema ist in Frankreich einerseits präsenter als hier, aber andererseits viel weniger bewusst. Weil in Frankreich gibt es das Problem von France-Afrique. Das heißt, diese enge Verbindung mit den früheren Kolonien in Afrika und das französische Kapital ist dort massiv engagiert und beutet es aus. Und das ist übrigens umgekehrt. Also die Deutschen sind die Hilfstruppe zum Beispiel in Mali. Derjenige oder diejenige, die eine sehr klare Vorstellung von Europa haben, ist nicht Merkel und Konsorten, sondern das sind die Franzosen à la Macron. Die wollen nämlich die EU, Europa, zu einem Gegenpol, zu einem Gegengewicht zu den USA aufbauen. Das ist das Ziel. Europa soll eine Weltmacht werden. Europa soll, wenn man so will, Großfrankreich werden. Das, was die Franzosen nicht mehr schaffen, das soll sozusagen durch die EU gemacht werden. Nein, da ist Macron sehr, sehr klar und Merkel ist wischiwaschi. Weil sie im Grunde bestimmten amerikanischen Politikern in den Hintern reinkriegt. Inzwischen ein bisschen weniger, Bush hat sie ja vollführen. Also das müssen wir schon festhalten. Und von daher ist ja auch klar, wenn ich Europa, EU-Europa als Weltmacht will, dann muss ich natürlich das neoliberale Programm durchziehen. Das ergibt sich dann ganz von selbst daraus. Und dann muss ich selbstverständlich Afrika entsprechend ausbeuten und natürlich gucken, dass die Deutschen daran mitarbeiten. Das ist ganz logisch, weil natürlich Frankreich relativ betrachtet zu klein ist. Aber jetzt zur Linken. Es gibt oder gab ja das Programm Commun, das gemeinsame Programm von sozialistischer und kommunistischer Partei, auf dessen Grundlage Mitterrand 1981 Präsident von Frankreich geworden ist. Und tatsächlich ist ja dann ein Programm gemacht worden, wie es sozusagen die Linke, also jetzt traditionell gehabt hat, nämlich ein Programm der Verstaatlichungen der Wirtschaft, also Ansätze von Wirtschaftsplanung oder Ähnlichem. Und es hat dann zwei Jahre später, 1983, eine komplette Wende gegeben im Sinne von Thatcher und Reagan und so weiter. Wende ist im Grunde das, was heute die Grundlage von Frankreich ist. Warum hat es diese Wende gegeben? Weil das Kapital in die Schweiz und andere Länder abgehauen ist. So, und da war jetzt das grundlegende Problem. Was hätte eine Linksregierung unter diesen Bedingungen machen müssen? Sie müsste sich mit dem internationalen Kapital anlegen. Also sprich, sie muss Kapitalverkehrskontrollen einführen und das verbieten und entsprechend strafbewehren und so weiter. Und da hat Mitterrand kapituliert. Das war der Punkt.
Und das, was wir jetzt heute haben, ist nur die Entwicklung dieses Prozesses, der genau 1983 begonnen hat. Weil wenn ich sozusagen nicht diese konsequente Politik gegen die Bourgeoisie mache, dann bedeutet das selbstverständlich, dass ich keinerlei Chancen habe, im Grunde was anderes als das, was üblicherweise sozusagen vom Kapital gefordert wird, durchzusetzen. Das muss einem völlig klar sein. Das war Mitterrand auch klar. Mitterrand ist in diesem Sinne durchaus ein Zyniker. Keiner Linker. Ja, war ein Rechter. Ja, darüber reden wir jetzt nicht, weil wie gesagt, ja, die Frage, wo jemand in der politischen Gesäßgeografie zu verordnen ist, ist jetzt weniger entscheidend. Also die ja, das Etiketten, entscheidet seine Politik, du ja, bist gut. Aber die Etiketten interessieren mich, nicht mich interessieren die Inhalte. Und bei den Inhalten war ganz klar, er hat sozusagen dann sich erwiesen als jemand, der bestimmte Teile der französischen Bourgeoisie entsprechend gefördert und entwickelt hat und so fort, natürlich mit einem Modernisierungsprogramm. Also statt Sozialismus, kapitalistische Modernisierung mit entsprechenden Sozialmaßnahmen. Das war die Logik. Und wenn wir uns bei Macron, der jetzt, also das andere war ja jemand, der im Grunde aus der Arbeiterbewegung kam, jedenfalls die Partei, also Mitterrand ist viel komplizierter, da war ja eigentlich bei der radikalen Partei zeitweilig. Aber wenn wir uns jetzt mit Macron beschäftigen, dann bedeutet das ja, dass hier dieses Programm im Grunde an seinen Endpunkt kommt. Also das, was Mitterrand vorgedacht hat und was bestimmte Leute, insbesondere Hollande, versucht haben weiterzuführen, die aber dafür zu schwach gewesen sind, außerdem war damals die Arbeiterbewegung noch ein bisschen stärker, das versucht er jetzt durchzuziehen, nämlich Großfrankreich als das Konzept der EU. Und dazu bedarf es natürlich der deutschen Unterstützung. Und die deutsche Politik weiß nicht so richtig, ob sie jetzt mit Frankreich gehen soll oder mit Jenkiland. Das ist das Problem. Okay, ich bin... Was? Was er jetzt was ist nationalistischer Unfug? Was er jetzt gesagt hat, da stimme ich, die Intention von Macron ist tatsächlich das gewesen, als er angetreten ist. Man muss nur seine Vorträge muss man lesen oder hören. Ich habe mir einige angehört und es stimmt tatsächlich. Aber der ist total an die Wand gefahren. Also das ist vorbei. Und diese Geschichte mit einer deutsch-französischen Armee, das wird nichts, das kann ich dir sagen. Das wird einfach nichts. Zum Glück, aber. Ja, ja, ist ja richtig, aber es wird nichts. Das heißt, sein ganzes Projekt wird einfach nichts, weil Merkel da nicht mitgemacht hat und die EU sowieso nicht. Also da hat er überhaupt gar keinen Erfolg. Und das ist nämlich auch nochmal ein Problem für ihn. Er hat außenpolitisch keinen Erfolg und innenpolitisch hat er jetzt die gelben Westen. Ja. Das heißt, es geht ihm sehr schlecht. Genau. Okay, wir ja. Ich wollte nur dazu sagen, ein paar Sachen über die apolitische Bewegung. Sie nennen sich apolitisch, aber das heißt nicht, dass alle Gelbwesten nichts mit Politik zu tun haben. Nur die kommen ohne Etikette. Und viele, sehr viele Leute von der France Insoumise sind bei den Gelbwesten. Und wahrscheinlich aus anderen Parteien, auch aus Gewerkschaften, CGT, viele sind dabei. Nur wenn sie demonstrieren oder so, sie tragen keine Zeichen, sie haben nicht die Fahne, sie sind Gelbwesten und die sind sehr streng damit, damit die Bewegung einig bleibt. Und das wird diskutiert und deshalb kommen auch die Ideen von den Militanten in die Gelbwestenbewegung, aber das wird einfach gleich und gleich diskutiert. Und wenn die anderen einverstanden sind, dann geht es weiter, ansonsten nicht. Ich wollte auch sagen, für die Organisation, also diese Liste für die Europawahl, das wird tatsächlich wahrscheinlich nichts.
die waren 10 schon, der eine musste zurücktreten, der war Kandidat für Macron in der letzten Wahl, das war nicht so. Der Kampagnenleiter ist auch ausgetreten, der hat festgestellt, das war zu rasch und er ist dafür tatsächlich nicht bereit. Das wird das wahrscheinlich nichts. Und für die Organisation, wie sie sich organisieren, also ich bin auch nicht dort. Ich muss sagen, die France Insoumise in München, sobald sie in Frankreich sind, dann gehen sie zu den Gelbwesten und machen mit und demonstrieren und so weiter. Ich weiß nur von der Organisation über Internet, also über Facebook. Das ist zum Beispiel 25.000 haben gewählt und 98% waren gegen diese gelbfeste Liste. Also das ist schon was Wichtiges. Sonst, sie haben heute eine Webseite geöffnet für die echte Debatte. Ihr wisst, dass Macron hat versucht, eine große Debatte anzufangen mit der Internetwebseite und diese große Debatte ist total eingeschränkt. Es gibt nur, also die Fragen, also man kann nur bestimmte Antworten geben und der hält sich nicht bei den Vorschriften von der Kommission Nationale du Débat, also es gibt eine Institution, die Vorgaben, ja, es gibt die nationalen Vorgaben. Genau, es gibt eine Institution, die normalerweise solche Debatten, die Macron jetzt initiiert hat, die organisieren sollte. Und die ist schon gleich zu Beginn auf die Seite geschoben worden. Macron hat gesagt, die und die Fragen sind die ich behandeln haben will und mehr nicht. Und das ist jetzt seine große Debatte mit dem Bürgermeister. Das ist jetzt genau diese Frage, mehr ist da nicht. Augenblick, ja. Ja, genau. Und er nutzt auch diese Gelegenheit von dieser großen Debatte eigentlich stundenlang an allen Medien seine Wahlkampagne zu machen. Das ist so. Und die Gelbwesten haben von der gleichen Firma umsonst eine andere Webseite bekommen und gestalten selber die Debatte, die sie wollen. Und das hat sich heute geöffnet. Ich bin sehr neugierig, wie das läuft. Sie wollen einfach zeigen, okay, wir können debattieren, wir brauchen Macron nicht dafür, wir wissen schon, dass das alles schräg ist, der versucht uns zu verführen. Und wir machen das selber und wir halten uns bei den Vorschriften von dieser Kommission. Und das finde ich sehr interessant. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt die letzte Runde. Du warst der Erste. Gibt es weitere, die sich gemeldet haben? Ich habe zwei ganz kurze Fragen. Die eine Frage ist, wie schaut es in den Ländern aus, die so eine neokoloniale Abhängigkeit zu Frankreich sind? Afrika. Ärmsten Länder der Welt, springt da was über? Die zweite Frage ist, hat mich total beeindruckt, diese Gelbwesten-Forderung nach einer Begrenzung, nach einer Obergrenze der Verdienstmöglichkeiten. Mhm. Für Politiker. Und so witzig, es hat bei allen parlamentarischen Parteien keinen Ansprechpartner für so eine Forderung gefunden. Na sowas. Das erklärt vielleicht auch ein bisschen das Misstrauen. Was hast du gesagt, das auch im Programm? Ja, genau. Ich sage ja, man braucht nur das Programm von France Insoumise zu nehmen. Wenn du die Wählerabgeordnete bist, überschreitest du diese Grenze gleich. Das ist das Problem. Ja. Wenn du fürs Europaparlament kandidierst, ja, das ist richtig, aber France Insoumise hat ja ein Programm, die wollen ja die 6. Republik. Das ist sowieso Voraussetzung. France Insoumise hat sowieso, ihr großes Ding ist 6. Republik, die 5. Wenn ein Präsident gewählt wird, dann wird er eine Konstituante ins Leben rufen und dann wird eine alles verfassungsgebende eine verfassungsgebende Versammlung. Und dann gibt es eine 6. Republik. Und da braucht man nur das Programm zu lesen, es steht alles drin. Ich sage ja, es steht alles da drin. Okay. Ja, also es gibt viele Parallelen zwischen La France Insoumise und den Gilets Jaunes. Aber eben der wichtige Punkt ist schon, dass die
von der Herkunft her, von der Geografie her, teilweise unterschiedlich sind. Es ist tatsächlich jetzt so, da hast du völlig recht, dass in Bordeaux und Toulouse sich starke Bewegungen gebildet hat. Das sind ja Großstädte, also das ist tatsächlich die Ausnahme. Und wir werden ja sehen, wie das weitergeht. Also dieses Thema Beschränkung der Gehälter, ihr habt ja vielleicht mitgekriegt, dass so ein armer Manager von einem deutschen Konzern am Tag 4.200 Euro bekommt als Rente, wohlgemerkt. Also man sieht schon, dass ein bestimmtes Kapital seine Leute nicht im Regen stehen lässt. Zur Frage von Afrika, das wäre tatsächlich ein abendfüllendes Thema auch. Einfach deswegen, weil es eine Militärpräsenz der Franzosen in vielen afrikanischen Ländern gibt, also die im Grunde auch bestimmte Regime stützen, zum Beispiel dieses Abré-Regime da in Tschad und so fort, hätte niemals 30 Jahre lang aushalten können ohne die militärische und politische Unterstützung von Frankreich. Nur, wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass von wenigen Ausnahmen abgesehen in Afrika natürlich keine entwickelte Zivilgesellschaft besteht, so wie wir sie in Europa kennen. Und von daher bestimmte Bewegungen wie die Gilets jaunes und so weiter nicht vorkommen. Es gibt offensichtlich in einzelnen Ländern einzelne Studenten oder ähnliche, die damit sympathisieren oder entsprechend aktiv sind. Aber politisch betrachtet ist französisch Afrika, also da ist sehr wenig los, abgesehen davon, dass diese ganzen Staaten ja im Grunde Produkte des Kolonialismus sind. Das sind ja Nationen, die keine, ich war vor 3-4 Jahren in Guinea bei einer Hochzeit und habe das sozusagen da miterlebt. Erstens mal Conakry, die Hauptstadt, das ist das totale Chaos. Es gibt dort keine Ampeln, es gibt dort keine Straßenbezeichnungen oder ähnliches, aber infernalischer Verkehr. Ohne Hilfe von Einheimischen, die sich da auskennen, hast du null Chancen, dort sich zu bewegen. Außer im Zentrum, also in dieser Halbinsel, wo die Ausländer sich aufhalten. Aber wenn man wirklich mit der Bevölkerung, mit Einheimischen und so weiter zusammenkommen will oder ähnliches, nur wenn man entsprechende Beziehungen hat zu diesen Einheimischen. Ansonsten kann man das vergessen und das gilt für viele andere Städte und Länder in insbesondere dem französischsprachigen Afrika auch. Also ich glaube, dass für Afrika das Problem darin besteht, dass die ein ganz anderes Problem haben. Die haben oft Diktaturen, das heißt Diktaturen, die durch Frankreich unterstützt sind, seit eh und je, seit der Entkolonisierung. Und das ist erstmal das Problem. Das heißt, dass sie, natürlich haben sie soziale Probleme, wie zum Beispiel im Kongo, da sind sie ganz deutlich geworden jetzt wieder mit den Wahlen. Aber ich glaube, dass da die Proteste, dass sie erstens mal sich entledigen müssten von diesen Monarchen, die quasi die afrikanischen Länder regieren. Und das wäre das erste Problem, bevor allem anderen. Okay, wir wollen jetzt nicht über Afrika diskutieren, weil das wäre ein abendfüllendes Thema. Ich habe auf die ATTAC-Winterschule hingewiesen. Ich darf darauf hinweisen, dass es Mitte März, 15. bis 17. März, eine sehr gut besetzte Fair-Handelskonferenz geben wird, wo die ganze Frage der Handelsbeziehungen aufgearbeitet wird, Freitagabend bis Sonntag im Gewerkschaftshaus und hier. Ansonsten weise ich selbstverständlich darauf hin, dass am 16. Februar die entsprechenden Aktionen zur Sicherheitskonferenz stattfinden. Sie und ihr seid herzlich eingeladen, euch daran zu beteiligen. Ansonsten 13 Uhr Stachus, ja. Ansonsten liegt hinten Literatur aus, auch zu den Gilets jaunes. Soweit dazu übersetzt, also auch Artikel von Franzosen, die dann übersetzt sind. Also wer sich dann intensiver informieren möchte noch, der hat da die Möglichkeit. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche einen guten Nachhauseweg.